Und jetzt? Warum nicken wir uns eigentlich gegenseitig jetzt an? Muss ich irgendwas drücken? Ach so. Drehen. Drehen. Das war wunderbar. Danke, Hagata. Und Prinzessin Graham, natürlich. Danke euch. Oh, was für ein schöner Abend. Danke, die Damen, für den wundervollen Ball. Ich wünschte, er endete nie. Warum eigentlich nicht? In diesem Moment erkannte Hagata, dass sie alles, was sie wollte, im Turm hatte. Ihr Happy End stand kurz bevor. Sie wollte die Zeit einfrieren, um den Moment für immer festzuhalten. Ob ich wohl genug Frostonikum herstellen kann? Oh, oh. Da muss ich ja die ganze Zeit mit der hässlichen alten Frau tanzen. So zusammen. Psst, sei still. In dieser Nacht wurde meine Anspannung zu flatternden Schmetterlingen. Ich ging mit einem Lächeln zu Bett. Ich hatte das Wohlwollen gewonnen und sie gab mir eine Aufgabe. Prinzessin Graham, es ist soweit. Ich habe eine besondere Aufgabe für dich. Die Magie hält nicht lange an, aber ihr müsst mir die Noten der Harmonie bringen. Der Zauber teleportiert euch zurück, wenn ihr sie habt. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Huch. Moment. Weißt du das, Opa? Ich glaube, das kenne ich schon. Bist du sicher, dass du nichts verwechselst? Wir sind wieder beim Drachen. Leider hat es sich wirklich so zugetragen. Oh nein, wir sind doch nicht wirklich wieder bei dem Drachen. Diese Tränke rochen scharf und säuerlich, aber seltsam vertraut. Wir sind nicht im Ernst wieder beim Drachen. Die Sammlung war in den Jahren gewachsen. Die alte Zauberei sah nach Neuauflage aus. Sehr gut. Oh nein, dieses Bett. Ich erinnere mich, da war doch alles in Teil 1 schon. Grundkurs Deutsch als Zweitsprache. Wer will denn so ein Buch? Was wollen wir mit dem Bett machen? War das clever? Nee. Dann gehen wir mal da lang. Du machst schon wieder einen Buckel. Stell dich mal gerade hin. Und ich versteckte mich. Im Bett. Bring das hier herüber. Das wird die ganze Nacht dauern. Muss das wirklich sein? Seit ich auf Hagatas Antlitz geschaut habe, zweifle ich an der Wirkung dieses Elixiers. Hagatas Zauber werden durch den Turm behindert, indem sie sie verschlossen hat. Hier draußen, an der Luft, kann die Hexerei ihre Kraft entfalten. Das muss sich über Nacht erst setzen. Jetzt wird geschlafen. Oh, oh. Ich habe meine Bedenken geäußert, Bruder. Gerade du solltest wissen, wie es ist, sein Leben lang eine Maske zu tragen. Einen Schal, der die Sicht behindert. Einen Helm, der das Gesicht verbirgt. In diesem Körper kommt mein Verstand nicht weiter. Jetzt gute Nacht. Lösch bitte das Licht. Es war falsch von unseren Eltern, dich zu verstecken. Aber wenigstens vergaßen sie dich nicht. Sie fütterten dich, lasen dir vor und zogen dich als ihren Spross auf. Ich war 16 Jahre lang ein Prügelknabe. Und weswegen? Wegen eines dummen Koboldstreichs. Hüte deine Zunge, Bruder. Du klingst schon fast wie ein Mensch. Ein alberner Kobold holte dich aus der Kälte. Ein blöder Kobold lehrte dich lesen und ein dummer Kobold gab dir eine zweite Chance im Leben. Bitte verzeih mir, ich war voreilig.
Ist es falsch zu glauben, dass der Verstand zählt? Ist mein Motto, Kopf statt Kraft, fehlgeleitet? Ich habe mein Leben der Aufgabe gewidmet, zu beweisen, dass unsere Art zu höherem Denken fähig ist. Und dass auch ein dummer, kleiner Kobold dieses Königreich regieren kann. Das ist die Veränderung, nach der ich strebe. Das ist der Fortschritt, den Daventry braucht. Du hast wie dieser Manni. Und die Kosmolotion ist der einzige Weg, deine Verbannung durch König Graham zu verhindern. König Graham? König Graham ist ein Witz! Wir wären schon im Schloss und würden unseren Intellekt feiern, wenn dieser rotnasige Trottel mit der Feder nicht wäre. Wusstest du, dass er mich mal zu einer Pyjama-Party eingeladen hat? Hey, ich Verdammt. Bin kein Witz. Grundgütiger. Hast du das gerade wirklich gesagt? Dreh nicht einfach so rum. Ergreif ihn. Oh, nicht bewegen. Bleib da. Gwendolyn und ich arbeiten an einer Überraschung. Ich gucke nicht. Ich bin schon sehr gespannt. Gwendolyn, dein Essen wartet. Und dein Cousin ebenso. Danke, Oma. Liebling, hast du deine Medizin genommen? Ich glaube nicht, dass sie viel nützt. Ich liege immer noch im Bett. Ja, genau. Du bist noch hier. Ach, du weißt, was ich meine. Ich drehe hier drin schlichtweg am Rad. Und ich mag gar nicht an all die Addenda denken, die noch zu unterzeichnen sind. Es ist alles geregelt. Und du brauchst Ruhe, damit du dich erholen kannst. Ich ruhe mich später aus. Erst muss ich deine Spezial-Schoko-Pfannkuchen machen. Oh, du machst mir diese Pfannkuchen zum Geburtstag, solange ich mich erinnern kann. Und ich habe jeden einzelnen Bissen genossen, Schatz. Aber vielleicht solltest du jetzt den Kindern das Rezept beibringen. Und wir zwei frühstücken zusammen wie jeden Tag. Nichts hält mich davon ab, dir diese Pfannkuchen zu machen. Nicht mal dieser gebrochene Arm. Also in dem Punkt werde ich nicht mit dir streiten. Nimmst du jetzt bitte endlich deine Medizin? Umso schneller bist du dann wieder bereit für dein nächstes Abenteuer. Na gut, schön. Ich nehme sie und ich liebe dich. Du hast immer... Verdammt. Moment. Gütige, weil wir wollen ja die Gütigere und nicht die, die großartig mitdenkt. Das hört sich blöd an, aber ich glaube, das war die... Die nie. Du findest immer die richtigen Worte, damit ich mich besser fühle. Oh, süß von dir. Ich liebe dich auch. Schokopfannkuchen. Ich mag Schokobananenpfannkuchen. Agatha schickte uns los, um die Zutaten für ein Frosttonikum zu sammeln. Natürlich wussten wir nicht, wofür sie es brauchte. Also folgten wir ihrer Anweisung, wie gute Prinzessinnen es eben tun. Prinzessin Graham, du hast es dir verdient, den Turm eine Zeit lang verlassen zu dürfen. Du gehst und Prinzessin V geht mit. Nein. Ich brauche noch vor Sonnenuntergang die magische Sanduhr, bevor der Zauber nachlässt. Magische Sanduhr also. Chester? Die Rentner? Muriel? Graham? Graham! Oh, ich hätte euch fast nicht erkannt mit all den Beulen an den Armen. Hat euch irgendwas gestochen, Junge? Und falls ja, könnt ihr mir sagen, was genau das war? Chester! Also, was führt euch nach Tennelor? Tja, das könnte ich euch wohl auch fragen. Oh, Schätzchen, wir sind in Rente. Wir haben den Laden weiterverkauft. Ja, er ist definitiv im Niveau gesunken. Banause. Also, ich habe den molligen Muskelprotz irgendwie ins Herz geschlossen.
Wäre er nicht gewesen, könnten wir nicht die wunderbare Sonne genießen. Oh, ich liebe es hier. Es ist so still und friedlich. Ist es ein Frosch? Schlauchring da? Chester, ich bitte dich, die junge Dame soll doch keinen falschen Eindruck bekommen. Wir Hobblepots denken stets mit den Köpfen und nie mit unseren Mägen. Nee, überhaupt nicht. Ja, wollt ihr uns nicht bekannt machen? Verzeihung, wie unhöflich. Das ist Vi. Vi, das sind Muriel und Chester, meine guten Freunde und Waisenberater. Freut mich sehr. Vi. Und Graham ist einer unserer Lieblingsschüler. Das ist er. Ich könnte euch Geschichten erzählen. Er hat der Garde mal falschen Kürbis vorgesetzt. Oh, und er hat einen Streit unter Trollen mit einem paar Socken aufgelöst. Wusstet ihr, dass sein bester Freund ein Wasserschwein ist? Ein Triumph. Wasserschwein? Es hat einen Namen. Triumph. Faszinierend. Ich würde gern einmal mehr hören. Sehr erfreut, euch kennenzulernen. Gleichfalls. Was macht sie da? Oh, sie will euch wahrsagen. Ruhe, ich urteile. Gutes Haar, kräftige Fingernägel, perfekt geformte Ellbogen. Die Ohrläppchen sind nicht optimal. Ja, danke auch. Sie sieht klug aus, Muriel. Ram. Sie ist die Richtige. Ihr werdet zusammen sehr glücklich werden. Oh, wir sind nicht zusammen. Nur Freunde. Muriel, die Zeiten ändern sich. Du kannst nicht einfach annehmen, dass... Chester Hobblepot, stellst du meinen Urteilsblick in Frage? Verzeih, Muriel. Da sprach der Sardinen-Smoothie aus mir. Also, wenn ich die liebe, was führt euch dann ins wunderschöne Tannelore? Oh, Sanduhr. Das ist eine lange Geschichte und ich hab nicht... Moment! Trügen mich meine Augen? Ist da etwa Hagathas Turm draußen im Meer geparkt? Ihr steckt doch nicht mit ihr unter einer Decke! Bedauerlicherweise kann ich das nicht sagen. Oh! Sie unterbietet ständig unsere Preise. Und ihre Magie funktioniert sogar. Ich sehe dich da draußen! Verflixte Hexe! Graham, meint ihr, könntet mir vielleicht ein Autogramm von Hagatha besorgen? Chester! Sie soll schreiben für meinen allergrößten Fan. Ist das jetzt dein Ernst? Aber Muriel, das ist ein Bestseller. Sie ist eine miese alte Echse. Und nicht wie der letzte Drache, dem ihr begegnet seid, Graham. Und den ihr... was habt ihr nochmal getan? Ich erinnere mich nicht. Oh, oh, oh. Wir haben den Drachen nicht umgebracht. Wir haben ihn auch nicht ins Auge. Ich glaube, hatten wir den Drachen nicht überlistet? Nee, wir haben ihn freigelassen, oder? Überlistet. Oh, verdammt, was haben wir gemacht am Anfang? Oh, shit, das ist so ewig her. Also wir haben ihn... Ich glaube, wir haben ihn nicht geblendet. Haben wir ihn überlistet? Haben wir ihn freigelassen? Überlistet, glaube ich. Ich überlistete ihn. Richtig. Ihr liest Verstand statt Bizeps walten. Passt in dem Turm gut auf euch auf, Graham. Eure Muskeln sind zwar stark, aber lasst auch den Verstand nicht schwächeln. Ah, Muriel. Es wird bald Zeit. Zeit für was denn? Du weißt schon, für einen S-N-A-C-K. Ist schon gut, Chester. Dann gehen wir nach Hause. Es müssten noch ein paar Rattenschwänze im Kühlschrank sein. Ich bin so froh, dass ich dich habe. Bitte, kommt uns wieder besuchen, wann immer ihr mögt. Es war schön, euch wiederzusehen. Wir haben uns aber wir brauchen nur noch die Sanduhr. Lebt wohl und viel Glück. Habt immer eine Tüte Grips im Haus. So mochte ich gleich. Das ist ein guter Spruch. Den sollte ich mir merken. Habt immer eine Tüte Grips im Haus. Wow. Die Tannelore-Küste ist wirklich toll.
Das und noch viel, viel mehr. Ah, schwimmt genau. Ufer. Oh Gott. Oh, ich glaube, ihr seid da in Treibsand getreten. Ach ja, wirklich? Und jetzt fürchtet ihr, ich trüge nichts als Sandalen? Nein, wirklich. Ihr singt immer mehr ein. Sand, klar. Ihr wollt ein Wortspielduell. Aber wir müssen uns verdünisieren. Okay. Nicht bewegen. Bin gleich zurück. Ha! Hilfe! Hilfe! Ich stecke fest! Mit mir seid ihr unverwüstlich. Was für eine Freundschaft! Oh Mann. Okay, okay. Die Förmchen. Nee. Dann den Schirm. Jetzt bräuchte ich ein Abenteurerseil. Das ist dann den Schirm. Sekunde. Das Teil hier. Und ihn hier. Nee. Dann stecken wir ihn den Stock zwischen die Arme. Den Schirm. An den Schirm hängen wir die Förmchen. Nee. Dann hängen wir eben das Rad an das Buch, das Förmchen. So wird es nur schlimmer. Nein, das muss richtig sein. Vielleicht aber zuerst das Rad. Ich hab's gleich. Ja, okay, ich weiß. Erst den Schirm. Stillhalten, so wird es nur schlimmer. Sekunde. Wir müssen... Moment, können wir vielleicht Sachen kombinieren? Ja, ich weiß. Es ist, also wir müssen tatsächlich so anfangen. Seil. So. Jetzt bräuchte okay. ich ein Abenteurerseil. Ja, ich weiß, ein Abenteurerseil. Das heißt hier... Haha! Können wir das rotieren? Stillhalten, so wird es nur schlimmer. Oh, perfekt. Das ist eine Buddelmaschine. Können wir das noch drehen? Wenn ihr glaubt, dass uns diese Logik hilft, träumt ihr wohl. Nimm das Seil. Ich fand die Buddelmaschine toll. Clever. Gern geschehen. Ich habe euch letztes Mal gerettet. Jetzt seid ihr dran. Ein Zahnradrätsel. Sie mit deinem Grips oder deiner Kraft beeindrucken? Also sie muss ich mit Grips beeindrucken. Aber wollen wir sie beeindrucken? Ja, ach komm, die ist doch auch ganz nett. Das könnte schwierig werden. Was heißt denn hier schwierig werden? Kleines Rad, so. Was sollen wir eigentlich mit... Okay, wir müssen das nach hinten... Okay, wir müssen also dieses Rad hier, das hier muss nach außen. Dadurch höher, wenn wir das so machen? Ich verstehe, das muss quasi eine Linie geben. Das heißt... So. Muss auf jeden Fall, das hier muss auf jeden Fall ganz außen sein, damit wir anfangen können. Genau. Das passt auch.
Oh, das ist doof. Das passt ganz genau halt nicht. Ja, soll nochmal abbauen. Aber es war knapp. Nee, das hier muss ganz außen hin. So. Das heißt, das Gelbe, das hier darauf definitiv muss so, dann das Gelbe, nein, das Gelbe und dann das hier. Okay, so. Könnte jetzt funktionieren. Haha, sehr gut. Clever. Wir haben sie mit Intelligenz beeindruckt. Was denn? Ganz ruhig. Da ist nichts. Ja, da ist auf jeden Fall irgendwas. Kobolde. Na los, machen wir weiter. Ach, die chillen hier auch nur. Respekt. Dass ich nicht lache. Wo hat sie denn den Bogen? Oh, oh. Oh nein, es ist nicht invertiert. Ich nehme den nächsten. Sie hat gesagt, sie nimmt den nächsten. Ich treffe immer. Ich nehme den rechts. Ich wette, ich treffe mehr als ihr. Das schafft ihr nicht. Wer mehr Was? Treffer landet, gewinnt. Okay. Ihr nehmt den da oben. Das war mein Treffer. Meiner. Hey, das war mein Treffer. Ich nehme den da. Ich nehme den links. Ich nehme den nächsten. Ihr nehmt den da Aha. oben. Ich nehme den unten. Meiner. Meiner. Hm, erwischt. Oh, verdammt. Habt ihr gemogelt? Das sind keine Zauberzielpfeile, oder? Ich habe bisher nur gegen Mogler verloren. Oh Gott. Was ist denn das Ziel? Ach, wir müssen das da hier rausbekommen. Okay. So, jetzt so hier. Das war jetzt dumm. Ich glaube, jetzt können wir es nicht mehr schaffen, oder? Jetzt das hier ganz nach drüben. Fast geschafft. Und jetzt das Ganze nochmal zurück, oder? Sehr gut. Gar kein übles Team. Yay. Diese Mission ist wichtig. Nur für die Feinsten aller Prinzessinnen. Hm?